Morgen, ihr Lieben. Also, ihr kennt alle meine wunderschöne Tür. Ich liebe sie sehr und über alles. Und ich habe die tatsächlich selber gebaut, weil mir das, was es zu kaufen gab, tatsächlich zu teuer war. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Ich und mein Jugendlichen Leichtsinn. Und da ist es aber so gekommen, dass ich mir das in den Kopf gesetzt habe und habe das selbst gebaut und habe das auch gefilmt, weil ich dachte, vielleicht interessiert es jemanden, denn tatsächlich war es sehr einfach und sehr schnell fertig. Hatte so ein bisschen Hilfe, aber es war doch verhältnismäßig günstig und verhältnismäßig schnell fertig. Und wie gesagt, ich liebe das Ergebnis. Und von daher habe ich dann hinterher gedacht, naja, vielleicht interessiert es doch nicht so viele Leute und habe da eigentlich auch nie ein Video draus gemacht. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass mich so viele Nachrichten von euch erreichen und immer sagen, oh, deine Tür ist so toll und wo ist die her und was hat die gekostet? Und deswegen nehme ich euch kurz mit, wie diese Tür entstanden ist, eine schnelle Zusammenfassung, was ihr braucht und wie wir es gemacht haben. Alle Handwerker unter euch, die vielleicht denken, boah, das ist aber voll unprofessionell, bitte verzeiht mir, ich bin kein Profi, ich kann super kochen, ich kann nicht so gut Türen bauen, aber ich finde, es ist so schön geworden. Schaut es euch mal an. Hallo, heute ganz spannend. Wir bauen nämlich heute unsere Tür. Dafür bin ich bei meinem Freund und habe mich hier ein bisschen breit gemacht. Wir haben eingekauft folgende Materialien und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Wir fangen jetzt einfach mal an und werden unsere Profilbretter ineinander stecken und danach werden wir das Ganze fixieren und ihr seid live dabei. Also die wenigen Materialien sind zwei Päckchen Rauschbunddielen mit Profil und zwei Hölzer, glatte Hölzer und ein paar Spacksschrauben. Das war's schon. Und dann sind wir ganz unprofessionell gestartet. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur so zwei Böcke genommen, damit wir ein bisschen besser mit den Brettern arbeiten können. Die Profilbretter haben wir ausgepackt, weil wir die jetzt auf den Böcken verteilen, sodass wir da schon mal die Fläche unserer Tür haben. Dann haben wir die Profilholzbretter ineinander gesteckt, sodass wir schon mal, wie gesagt, diese Fläche der kompletten Tür haben. Worauf ihr natürlich achten solltet, ist, dass das unten einigermaßen gerade ist. Das wird aber letztendlich, bevor es zusammengeschraubt wird, nochmal richtig gut fixiert und geschaut, dass alles passt. Für die Größe meiner Tür, ich hatte das vorher ausgemessen, weil ich gerne den Türrahmen auch verdeckt haben wollte, wenn die zugeschoben ist, reichte mir nicht ein Päckchen, sodass ich ein zweites aufmachen musste und da auch noch ein paar Bretter raus brauchte. Zwar nicht alle, aber mit einem Päckchen bin ich nicht hingekommen und damit kommt das jetzt auch noch dazu. Da hier, wie gesagt, keine Profis am Werk sind, ist es halt so, dass ich immer mal wieder nachgemessen habe, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob das alles so passt. Ich habe apropos die große Hilfe, die ihr da rumspringen seht, das ist mein lieber Sohn, der mich da unterstützt hat, weil ganz alleine schafft man es dann doch nicht. Außerdem ist es ganz gut, wenn immer zwei Leute mal nachdenken über Dinge, die vielleicht bedacht werden müssten. Um einen schönen Abschluss zu bekommen, haben wir dann die Seiten einmal längs abgesägt, damit das ein glattes Ende gibt. Jetzt kommt natürlich noch die Arbeit, die nicht so viel Spaß macht, mir zumindest nicht. Das Ganze muss abgeschliffen werden, sodass ihr hinterher keine Splitter in den Fingern habt, wenn ihr die Türe berührt. Also das ist was, okay, das mache ich nicht so gern, das habe ich auch, wie ihr seht, hier schön abgegeben. Okay, ich will mal nicht so sein. Ich helfe doch mit, dann sind wir schneller fertig.
Um der Tür Stabilität zu geben, bekommt die noch Querbalken. So, und die müssen natürlich jetzt genau ausgemessen werden und geschnitten werden. So haben wir jetzt das Brett, also nicht von den Profilbrettern, sondern diese Glattbretter genommen, ausgemessen auf die Breite und das passend zugesägt. Diese Querbretter dienen natürlich nicht nur der Stabilität, sondern verleihen dieser Tür dieses scheunenartige Aussehen, was ich so liebe. So, jetzt war die Idee, das Ganze zu fixieren. Unter den Materialien, die wir zur Verfügung hatten, haben wir einfache Spanngurte genommen, um diese einzelnen Bretter richtig gut zusammen zu surren. Denn jetzt soll das Ganze ja groß ohne Leim befestigt werden. Das heißt, wir surren jetzt diese Bretter alle zusammen und werden dann dieses Querbrett unten mit den Spacksschrauben praktisch festschrauben, sodass ihr komplett ohne Leim gearbeitet habt und diesen mega tollen Scheuneneffekt habt. Und diese Spackschrauben, die haben wir natürlich recht großzügig gesetzt, sodass ihr da wirklich auch Stabilität drin habt. Denn die Tür wird ja auch hinterher bewegt und sollte dann schon auch richtig stabil sein. Gleich wieder eine Entschuldigung an die Profis unter euch, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich praktisch diese Profilbretter wieder mit einem Spanngurt zusammengepackt habe. Ich habe ausgemessen, wie lang soll denn meine Tür werden, denn diese Profilbretter waren zu lang. Dann haben wir das Querbrett auf der Höhe montiert, dass ich also die Länge meiner Tür habe, um dann erst die Länge zuzuschneiden. So hatte ich nicht die Mühe, dass da irgendwas verrutschen kann, sondern wir haben es vorher fixiert und sind dann unten lang gegangen und haben es einfach abgeschnitten. Das hatte dann die Höhe der Tür auf das Maß gemacht, sodass man dann unten nur noch ein bisschen abgeschliffen hat und dann schon fertig war mit der Höhenmessung und Zuschneidung. Okay, das Schneiden haben wir jetzt nicht festgehalten, aber ihr seht hier das fertige Ergebnis. Die kleinen Bretter auf dem Boden ist das, was wir abgeschnitten haben. Und jetzt brauche ich natürlich meinen Effekt der Scheunentür und lege noch eine Diagonale zwischen diese Balken, die wir jetzt schon aufgeschraubt haben. Nicht nur, dass es wunderschön aussieht, sondern das gibt die letzte Stabilität an der Tür. Hier müssen wir jetzt nur anpassen, dass das wirklich reinpasst. Das heißt, hier zeichne ich ganz schlicht mit einem Bleistift diesen Querstrich an. Das wird jetzt noch abgeschnitten und eingepasst. Und auch das fixieren wir wieder mit den Spackschrauben. Wie gesagt, beim Zuschneiden hatte ich natürlich auch ein bisschen Hilfe. Und was soll ich euch sagen? Das war's tatsächlich. Meine Tür war fertig. So sah meine Küchentür vorher aus. Das hier ist natürlich traurig. Das hing nämlich an meiner Küchentür, weil ich die eigentlich ein bisschen hässlich fand und hatte die geschmückt mit Kleinigkeiten von meinen Jungs, die sie mir immer aus dem Kindergarten mitgebracht haben. Diese wunderbaren Erinnerungen bekommen natürlich einen anderen Platz. So, als nächstes wurde die alte Tür rausgehangen und diese, wie nennt man das, was die Tür hält, die Scharniere abgeschraubt. Dann haben wir unser Meisterwerk auf den Boden gelegt und haben das haben wir tatsächlich gekauft, kann ich euch gerne noch unter dem Video verlinken, eine gekaufte Schiene dran geschraubt, die jetzt die Tür wie eine Scheunentür aufschieben soll. Das Gegenstück der Schiene wurde dann noch oben an der Wand montiert, weil darin fährt die Tür sozusagen. Und so sah sie dann erstmal aus. Jetzt kommen noch Griffe dran, die natürlich gleich hoch sein sollen, ausgemessen und ratzifatz reingeschraubt. Bisschen Deko dran und fertig. Und jetzt kennt ihr die Geschichte meiner wunderschönen Tür, die ihr in jedem Video von mir im Hintergrund seht. Und ich liebe sie
so, so sehr. Ich finde die so schön und ich finde, die Küche hat gleich einen komplett anderen Flair. Also, vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht wollt ihr sowas auch mal nachmachen. Ihr seht, selbst mit einfachen Mitteln kann man manche Dinge im Haus verschönern. Und vielleicht denkt ihr demnächst an mich, wenn wir zusammen kochen demnächst und ihr meine schöne Tür im Hintergrund seht. Ja, ich wünsche euch bis dahin, bis wir uns hier oder woanders wiedersehen. Alles, alles Gute, bleibt mir schön gesund und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann, ciao, eure Daniela.